Und herzlich willkommen zu einem Tutorial bei War in the East 2 über Hauptquartiere. Um das Thema näher anzugucken, schauen wir uns erstmal Hauptquartiere so im Allgemeinen an, wie die Kommandokette aufgebaut ist, wie Anführer und Proben funktionieren und dann noch ein paar Spezialfälle zu HQs. Also erstmal ganz allgemein, man kann Hauptquartiere recht leicht erkennen, denn die haben hier ein sehr deutliches HQ stehen. Und hier sieht, wo sie sich dann auch deutlich von allen anderen Einheiten mit von abheben. Sie haben keine Angriffspunkte, können auch nicht angreifen und bis zu 50 Bewegungspunkte. Außerdem über dem HQ sind noch so ein paar Kreuze. Je mehr, desto wichtiger die Einheit. Wenn sich das noch weiter anguckt, haben wir hier den Namen und auch direkt den Rang gemeinhin. Das hier ist ein Core-HQ. Und darunter ist dann das HQ, dem dieses HQ unterstellt ist, in diesem Fall der 9. Armee. Außerdem haben wir noch ein bisschen die üblichen Anzeigen mit Mannstärke, Nachschub und dergleichen. Man beachte, es gibt keine Munition, Nachschubanzeige, weil ein HQ eben nicht angreifen kann. Kommandopunkt, den Kommandoreport mit den unterstellten Einheiten, eine Versorgungspriorität und noch ein Offizier für dieses HQ. Und das werden wir uns alles im Verlauf des Tutorials noch ein Ticken genauer angucken. Mit dem Rechtsklick drauf kann man sich auch nochmal weitere Informationen anzeigen lassen. Wobei hier HQ-spezifisch jetzt erstmal das Wichtigste ist, dass wir eine Liste der unterstellten Einheiten von diesem HQ haben. Und hier will ich das schon mal von den Begriffen her trennen. Wir haben Einheiten ohne dieses Minus und Einheiten mit so einem Minus davor. Das Wichtigste ist, die Einheiten ohne das Minus sind Bodeneinheiten, die auch tatsächlich hier irgendwo auf der Karte sind. Die Einheiten mit dem Minus hängen zwar mit diesem HQ zusammen, sind quasi bei diesem HQ, sind aber nicht auf der Karte ersichtlich. Das sind Support-Einheiten, nur dass man das schon mal auseinanderhalten kann. Ansonsten noch eine Nebensache, die ganz interessant ist bei HQs. Man kann nämlich eine Farbe setzen für dieses HQ und alle dem HQ unterstellten Einheiten. Könnte theoretisch jedem Chor eine eigenständige Farbe geben, aber ich für meinen Teil dann lieber entschieden, jeder Armee eine eigenständige Farbe zu geben, dass man die unterscheiden kann. Hier zum Beispiel der 9. Armee, das sind die Grünen hier, sieht man ganz gut. Wenn man wollte, könnte man die so gelb machen, leicht gelblich. Für die Theorie, da das ist ganz praktisch bei HQs, um die optisch auseinanderhalten zu können. Schauen wir uns dann als nächstes die Kommandostruktur oder auch Kommandokette an. In manchen Spielen, die das ja ein wenig vereinfachen, wie zum Beispiel Strategic Command, sind ja quasi alle HQs auf der gleichen Stufe. Bei War in the East ist das alles ein wenig komplizierter und realistischer und es gibt bis zu 4 verschiedene Stufen von Hauptquartieren. Ganz unten sind die Corps, darüber die Armeen, dann die Heeresgruppe oder Fronten oder Militärdistrikte. Ganz oben UKH und Stalker. Also man merkt schon, das sind einerseits die deutschen und die sowjetischen Begriffe jeweils dafür. Wichtig ist ja auch jetzt auch die Anzahl der Kreuze. 3 hat ein Core-HQ, 4 steht für eine Armee, 5 für eine Heeresgruppe oder Front und 5 auch jeweils für die Oberkommandos. Kleine Besonderheit bei den Sowjets, die haben Corps als HQ. Nur direkt zu Beginn des Spiels für die ersten paar Runden und dann recht schnell nicht mehr. Das heißt, die haben dann ihr Oberkommando, Fronten und dann Armeen, also eine dreischichtige Kommandostruktur, während die Deutschen eine vierschichtige Kommandostruktur haben. In der Theorie ist das dann auch so, sag ich mal, wenn man jetzt von den Deutschen ausgeht, das OKH kommandiert mehrere Heeresgruppen, jede Heeresgruppe hat mehrere Armeen, jede Armee hat mehrere Corps und an den Corps-HQs hängen dann die ganzen tatsächlichen Bodeneinheiten dran. Zumindest ist das eine sehr schematische Theorie, in der Praxis ist das dann schon ein bisschen mehr durcheinander, dass manchmal Bodeneinheiten das Corps-HQ sozusagen überspringen direkt und Armeen oder Heeresgruppen dranhängen oder dass Core-Einheiten von der Heeresgruppe kommandiert werden oder direkt vom OKH und dazwischen Stufen übersprungen werden. Das ist nämlich durchaus möglich, also jede Einheit hängt direkt oder sehr häufiger indirekt an den Oberkommandos mindestens. Aber es ist am besten, wenn man die wirklich in
funktionierende Kommandostrukturen einbaut und wirklich das maximal raushaut. Also wir werden das später bei den Proben noch sehen, die abgelegt werden von den Anführern. Es ist wirklich am besten, wenn ihr funktionierende Kommandostrukturen habt und eure Bodeneinheiten möglichst am niedrigsten HQ dranhängen, dass eine funktionierende Struktur bis zum Oberkommando hat. Beziehungsweise natürlich bei den Sowjets, sobald die Koa-HQs aufgelöst sind, dass ihr die in den Armeen habt und dann mit funktionierender Struktur bis zur Stalker hoch möglichst alle Ebenen hier mit drin sind. Was dann noch wichtig ist, dass ihr jede HQ-Stufe noch eine eigene Kommandoreichweite hat, in der es nur funktioniert. Wir haben ganz unten die Koas bzw. die sowjetischen Armeen, die quasi beide als unterste Stufe in der HQ-Hierarchie jeweils nur 5 Punkte Kommandoreichweite haben, also recht nah bei den Einheiten sein müssen. Und dann, diese Tabelle insgesamt, da möchte ich kurz mal auf das Handbuch eingehen. Es ist nämlich wunderschön, dass an einer Stelle steht, wie viel Reichweite so ein HQ hat, und 100 Seiten entfernt davon steht dann auch nochmal, dass es einen Abzug, also einen Nachteil geben kann, bei HQs auf einer gewissen Reichweite. Also zum Beispiel bei der Achsenarmee denkt man erstmal, okay, 20 Felder Reichweite, alles gut, aber nein, dann steht 100 Seiten woanders. 10 Felder hat man ohne Abzug und dann im Bereich von 11 bis 20 Feldern kann man einen kleinen Nachteil auf Proben erhalten. Also dieses Abzug oder ohne Abzug heißt im Endeffekt, dass Anführerproben schwieriger werden, wozu wir später noch kommen. Ansonsten die Reichweiten, die Maximalreichweiten sind jeweils 20, 45 und 90. Die Zahlen sollte man ungefähr drauf haben. Und dass halt die untersten Stufen jeweils nur 5 haben. Und wenn man sich noch mehr merken kann, noch zum effizienten Spielen die Zahlenreichweite, wo es noch keinen Abzug gibt. Das heißt zum Beispiel, dass man das OKH, wenn man wirklich alles rausholen möchte, nicht einfach nur hinten irgendwo rumstehen lassen sollte, sondern irgendwann kann das auch mal ein paar Felder mitziehen. Eine Sonderregel mit der Kommandoreichweite gibt es dann auch noch, die wichtig ist. Wir haben hier nämlich zum Beispiel die 18. Armee, die hier eine aufgeteilte Infanteriedivision direkt kommandiert. Wie vorhin erläutert, man sollte in dem Fall eigentlich schauen, ob man die Infanteriedivision nicht noch bei irgendeinem der Korps-Hauptquartiere unterbringen kann. Aber in dem Fall, wenn irgendeine AQ-Einheit oberhalb der Korps-Ebene, also Armee, Heeresgruppe oder UKH, eine Bodeneinheit direkt kommandiert, dann muss die auch innerhalb von 5 Feldern sein, um die wirklich direkt kommandieren zu können. Sonst ist sie außerhalb der Befehlsreichweite. Wo also unsere Armee sonst bis zu 20 Felder hat, muss sie, wenn sie hier die 291. Infanteriedivision direkt hat, die immer innerhalb von 5 Feldern halten. Das wird uns sogar optisch auf der Karte hier angezeigt. Wir können vielleicht auch kurz mal durchgehen, was diese verschiedenen Farben bedeuten. Gehen wir hier erstmal auf diesen dunkelblauen Strich an, auf die dunkelblauen Linien. Die weisen nämlich zu Einheiten, die von der gerade ausgewählten Einheit direkt kommandiert werden. Das sind die Teile der 291. Infanteriedivision, die gerade aufgeteilt ist. Dann haben wir diese ganz hellblau-grünlichen Linien. Die weisen zu unterstellten Hauptquartiereinheiten. Das heißt, das sind die 4 Korps, die zu diesem Armee-Hauptquartier gehören, wie man hier sieht. Dann haben wir diese orangene Linie, die weist zum nächst höher gelegenen Hauptquartier. Das ist in diesem Fall die Heeresgruppe Nord. Und dann haben wir diese gelb umrandeten Einheiten. Das sind alles Hauptquartiere auf Armeeniveau und eine Eisenbahnreparatureinheit Hauptquartier, die alle auch direkt zur Heeresgruppe Nord kommandieren, die also quasi auf dem gleichen Level sind wie die 18. Armee hier. Was ich jetzt machen wollte bezüglich der Kommandoreichweite von direkt unterstellten Einheiten, ich schiebe den einfach, der kommt gar nicht weit genug. Sollte ja wohl reichen. Ich schiebe den mal kurz weg. Was wir jetzt nämlich sehen, der hat auch wieder diese dunkelblaue Linie für direkt unterstellt. Ist jetzt aber so rot markiert, heißt er ist außerhalb der Reichweite von 5 Feldern für die direkt unterstellten Einheiten, während die innerhalb noch blau sind. Und das, wo unsere 18. Armee ja eigentlich
bis zu 20 Felder Kommandoreichweite hat, ist aber halt hier die besondere Einheit, ich habe es oft genug gesagt, mit den direkt unterstellten Einheiten. Dass sie halt nur 5 Felder sein dürfen, um... Ich wollte gerade schauen, unsere Heeresgruppe hier hat keine Einheit direkt unterstellt, aber nur nochmal zur Verdeutlichung, da wäre das Prinzip dasselbe. Ach, wobei ich sehe gerade die Eisenbahneinheit. Gilt hier in dem Sinne rot umrandet, aber ist alles nicht so wichtig. Wir sehen ansonsten diese hellblau-grünlichen Linien zu den unterstellten Choreinheiten und die orangene Linie nach hinten zum OKH. Das OKH ist ganz oben, deswegen hat der keine orangene Linie, die weggeht. Machen wir weiter mit den Einheiten unterstellen und Kommandokapazität. Also prinzipiell ist jede Bodeneinheit, das heißt jede Einheit, die hier auf dem Feld ist, die kein Hauptquartier ist, irgendwie einem Hauptquartier unterstellt, was im Endeffekt dann auch darauf hinausläuft, dass alle Einheiten irgendwie dem OKH unterstellt sind, aber gemeinhin her indirekt und eigentlich nur sehr, sehr selten direkt, was auch ein bisschen ineffektiv wäre. Man kann jede Bodeneinheit anklicken und dann unter dem Namen der Einheit sieht man das HQ. Wie schon vorhin ausgeführt, am allerbesten ist es, wenn das wirklich ein Core-HQ ist. Kann sich aber manchmal ergeben, dass man zum Beispiel einfach keinen Core-HQ in der Nähe hat oder alle voll sind oder dergleichen. Das sind in manchen Fällen Einheiten dann wirklich direkt an der Armee hängen. Aber das Core ist gemeinhin das Beste. Wenn man das HQ ändern möchte, macht man einen Rechtsklick hier auf die Einheit. Und jetzt ein Linksklick auf HHQ, also Headquarter, ja, ist es glaube ich. Und kann dann hier irgendein anderes Hauptquartier heraussuchen. Es empfiehlt sich vorher ganz genau zu gucken, wie das neue HQ jetzt eigentlich heißen soll, wo es hinkommt. Es gibt hier eine Sache mit der Reichweite. Man kann zu anderen Core-HQs nur in 10 Feldern wechseln. Armeen, Heeresgruppen und Oberkommandos haben mehr Felder. Und mir gerade nicht sicher bin, wo das Limit ist. Ansonsten haben wir ja auch die Anzeige, wie viel Kommandolimit das HQ hat, das man hier auswählen kann und wie viele Kommandopunkte bereits ausgegeben werden. Also nicht, dass man hier durch den Wechsel noch irgendein HQ überbelastet, das muss nicht sein. Kommen wir damit dann vielleicht auch mal zu den Kommandopunkten. Hier haben wir ein Core-Hauptquartier. Da ist jetzt dieses Fähnchen hier wichtig. Rechts ist die Kommandokapazität und links die Zahl zeigt an, wie viele Punkte von dieser Kommandokapazität schon verwendet werden. Im Fall haben wir 5 von 9. Wir können uns das mal angucken. Hier hat hier 2 Infanteriedivisionen. Die Support-Einheiten, also die mit einem Minus, verbrauchen keine Kommandopunkte, nur die Bodeneinheiten, die tatsächlich auf der Karte sind. Die Kosten für diese Einheiten sind gemeinhin eine Division 2 Punkte, alles unter einer Division 1 Punkt und ein Core, das die Sowjets nur als Bodeneinheit haben, waren glaube ich 3 oder 4 Punkte. Kurz mal für die Theorie, wie erkennt man, was unter einer Division ist als Einheit? Eine Division hat hier das Infanteriesymbol und 2 Kreuze. Darunter ist man, wenn man entweder dann ein Kreuz hat oder halt Striche. Wobei, vergesst den Zusatz mit der Infanterie. Auch bei Panzern oder motorisierten Einheiten, alles mit 2 Kreuzen ist eine Division und alles mit nur einem Kreuz oder mit Strichen ist jedenfalls darunter und kostet nur 1 Punkt. Division kostet 2 Punkte. Wir haben hier jetzt ein bisschen den Sonderfall, dass die 35. Infanteriedivision aufgeteilt ist in ihre 3 Einzelteile bzw. in 3 Regimenter. Das ist eine Spezialfähigkeit, die man machen kann bei Divisionen. Gerade bei den Deutschen hier und da wichtig, um ein wenig Frontbreite zu kriegen. Ich nehme mal eben die 28. Und wenn man B drückt bzw. Build up Breakdown Units, können wir die hier auf Regimentslevel runterbauen, also 3 Striche steht für ein Regiment. Das Besondere daran ist, dass wie schon gesagt, alles unter einer Division ein Kommandopunkt kostet
Und man eine Division dann eben in drei Regimenter aufteilt, wodurch das hier drei Kommandopunkte kostet. Das heißt, eine aufgeteilte Division ist teurer von den Kommandopunkten her. Da muss man ein bisschen aufpassen. In Testrunden habe ich mir halt quasi andauernd selbst die Limits kaputt gemacht und dachte, ich hätte die Einheiten immer falsch zugeordnet. Dabei ist mir nicht aufgefallen, dass die Limits geplatzt sind, weil ich die Einheit zum Teil aufgeteilt habe. Das ist schon ein bisschen eine unschöne Sache, wenn man es nicht so recht weiß. So, dann hat aber natürlich nicht nur unser Chor hier Kommandopunkte, sondern auch alle Level darüber. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich das richtig ausdrücke. Also, die 9. Armee hat ein Limit von 27 Kommandopunkten und 20 sind vergeben. Diese 20 ergeben sich aus allen Einheiten, die die Cores haben, die Kommandopunkte kosten, und allen Einheiten, die direkt der 9. Armee unterstellt sind. Ich wechsle mal eben zur 18. Armee, da kann man das, glaube ich, besser sehen. Genau. Das heißt nämlich, seine 21 Kommandopunkte, das sind einmal die drei Punkte von der Division, die er direkt unterstellt hat, und dann sind seine vier Cores noch insgesamt 18 Kommandopunkte wert und daraus gibt sich dann die 21. So ähnlich ist das dann auch bei den Heeresgruppen, die haben natürlich ein noch höheres Limit, hier von 108. Das ergibt sich dann aus den Einheiten, die seinen Hakus unterstellt sind, beziehungsweise die er direkt kommandiert hat, wobei er hat hier gerade keinen im direkten Kommando. Das heißt, seine Armeehauptquartiere und wiederum deren Korpshauptquartiere plus das Korpshauptquartier, das direkt unterstellt ist, die Einheiten, die denen wiederum unterstellt sind, die Bodeneinheiten, die haben einen Wert von 84 Kommandopunkten und die Heeresgruppe Nord hat ein Limit von 108. So, und beim UKH sammeln sich dann alle Einheiten von allen Heeresgruppen an. Und effektiv auch alle Einheiten, die man auf dem Feld hat, sind mindestens ans UKH verbunden. Aber das ist alles nicht so tragisch, weil das Endlos-Kommandolimit, was mit 999 angegeben wird. Das heißt sozusagen, wenn man Bodeneinheiten an Hauptquartiere anschließt, muss man auch immer bedenken, dass die ihre Kommandokosten in der ganzen Kommandokette weitergeben. Das heißt, wenn ich eine Einheit an einen Core anschließe, dann steigt hier die Zahl um, also 2, sagen wir mal, ich würde dem fünften Core eine neue Division geben, dann geht der auf 7 von 9. Gleichzeitig die Armee, wo das fünfte Core drin ist, geht auf 22 von 27. Gleichzeitig würde die Heeresgruppe Center von 110 auf 112 gehen. Nur beim UKH wird sich nichts ändern, weil da eh schon alle Einheiten dran hängen. Das muss man ein bisschen bedenken, wenn man Einheiten hin und her schiebt, dass man mit einer Verschiebeaktion mehrere Hakus auf einmal beeinflusst und immer darauf achten sollte, nirgendwo über das Limit zu kommen. Das war jetzt von der Formulierung her vielleicht komplizierter, als es im Endeffekt ist, gehe ich ein bisschen davon aus. Und eben, wenn man irgendjemanden wechseln möchte vom Hauptquartier, Rechtsklick auf die Einheit und dann kann man mit einem Linksklick auf das Headquarter ein neues auswählen. Man kann natürlich nicht nur Bodeneinheiten wechseln, man kann auch Hauptquartiere wechseln. Also ich könnte bei diesem Chor sagen, du sollst, was weiß ich, zum Beispiel in die 9. Armee rüber wechseln. Wenn man Hauptquartiere verschiebt, ist es auch wichtig, dass alle unterstellten Einheiten des Hauptquartiers gleich mitwechseln. Das heißt, unser 28. Chor würde seine beiden Infanteriedivisionen und die ganzen anderen Einheiten, in diesem Fall zum Beispiel, mitnehmen in die 9. Armee. Und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, wenn man also Hauptquartiere verschiebt, verschiebt man einen ganzen Schwung Einheiten auf einmal, dass das dann auch mit den Kommandopunkten immer noch überall mit hinkommt. So, dann gibt es von den Kommandopunkten noch eine Besonderheit her. Man sieht es ja gerade hier in der Liste. Wir haben hier zum Beispiel eine ungarische Armee oder eine rumänische Armee. Es kann nämlich im Spielverlauf auch vorkommen, dass man Einheiten verschiedener Nationalitäten zusammenpackt. Gerade bei den Deutschen ist das dann, wenn man von den Verbündeten hier unten, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, bei Bulgarien ist gar nicht dabei, das aus der Liste, aber die anderen drei.
Wenn man da irgendwie insgesamt Einheiten lustig zusammenpackt, das ist dann einfach teures. Also wenn zum Beispiel eine deutsche Einheit einer rumänischen HQ-Einheit zugeordnet ist, dann sind die Kommandopunkte von der Einheit verdoppelt. Andersrum auch, wenn eine rumänische Einheit in einem deutschen HQ drin ist, dann kostet die doppelt so viel. Das besonders fiese ist dann auch, wenn man so eine untergebaute Einheit hat, also eine Division, die man auf drei Regimenter aufgeteilt hat und die dann quasi die falsche Nationalität im HQ hat, wenn das doppelt so teuer ist, dann kostet jedes einzelne Regiment nämlich auch doppelt so viel. Dann kostet das plötzlich schon sechs Kommandopunkte und das Korps ist damit halb voll. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Gut, das denke ich mal zu Kommandopunkten. Naja, es gibt, wobei beim Zuteilen noch ein paar Besonderheiten. Rumänische und ungarische Einheiten verstehen sich irgendwie nicht. Jetzt, so gut, ganz pauschal gesagt, kann man da sehr viele Sachen nicht machen, wo die sonst irgendwie zusammen in eine Gruppe müssten oder so. Pauschal gesagt, da funktioniert ein bisschen was nicht. So, und wenn man dann eine Einheit neu zuteilt, also hier mit Rechtsklick das Menü öffnet, ein neues Hauptquartier auswählt. Ich nehme mal das 10. Korps beispielsweise. Das ist einmal wichtig, man kann das HQ nicht nochmal wechseln innerhalb von einer Runde. Dafür ist dieses kleine Sternchen zur Markierung, das in dieser Runde schon gewechselt wurde. Das kann man dann auch beim neuen HQ sehen hier in der Liste. Die erste Infanterie ist neu da mit diesem Sternchen. Und wenn eine Einheit dieses Sternchen hat, heißt das auch, dass es einen leichten Malus auf die allermeisten Proben gibt, eben um anzuzeigen, dass das Wechseln von einem HQ auch ja, ein leichtes Chaos mit sich bringt, das erstmal wieder in Ordnung gebracht werden muss. Und noch ein bisschen als Abschluss die Kommandopunkte, die ein Hauptquartier haben kann auf den verschiedenen Ebenen. Das verändert sich leicht im Laufe der Zeit. Da gibt es ein Handbuch, ein paar Tabellen dazu. Kommen wir dann zu Support Unit und Support Squads. Das klingt ähnlich, ist aber nicht das gleiche. Also die Support Units, die ich vorhin schon als Unterstützungseinheiten bezeichnet habe, sind die Einheiten, die nicht auf der Karte sind, sondern hier so ein Minus davor haben und quasi immer direkt mit den HQs mitlaufen. Das ist unter anderem Flugabwehr, Construction-Einheiten, die quasi unterstützend wirken und hier und da beim Aufbauen oder Reparieren helfen können. Und alle möglichen Formen von Artillerie, wo wir hier zum Beispiel eine Raketenartillerie dabei haben. Ja, diese Unterstützungseinheiten. Moment, wie formuliert man das am besten? Also ja, es ist auch ganz unterschiedlich, wie sie eingesetzt werden. Flak ist halt bei den HQs und wenn irgendwie Flugzeuge in der Nähe sind und so, hilft das halt. Construction, wie gesagt, kann reparieren helfen. Das mit Spannendste sind eigentlich Artilleriegeschütze, denn die können unter Umständen in Kämpfen eingreifen. Das ist dann aber auch wichtig, dass ein HQ in der Kommandokette höchstens 5 Felder entfernt ist bei einem möglichen Angriff. Also, kurz gefasst, sagen wir, unsere erste Panzerdivision will diese falsche Mega hier angreifen. Dann würde das Spiel schauen, okay, sind Akkus aus der Kommandokette dieser ersten Panzerdivision innerhalb von 5 Feldern und haben diese Hauptquartiere, zum Beispiel Artillerie dabei. Dann gibt es eine gewisse Probe mit Wahrscheinlichkeiten, kann diese Artillerie eingreifen oder nicht. Wobei auch groß der Unterschied ist, ob es nun ein schneller oder ein vorbereiteter Angriff war. Bei letztgenanntem ist die Wahrscheinlichkeit deutlich besser, dass die Einheiten mit eingreifen können in eine Kampfsituation. Also kurz gefasst, die Unterstützungseinheiten, für die die kämpfen können, vor allem Artillerie ist es wichtig, dass man die entsprechenden Hauptquartiere nah an den Einheiten hält, bis zu 5 Felder entfernt und sagen wir mal, Korps-Hauptquartiere haben ja auch nur eine effektive Kommandoreichweite von 5, beziehungsweise bei den Sowjets sind es die Armeen der Reichweite von 5, also wenn man in die Artillerie reinpackt und die immer schön bei den Einheiten hält, dann funktioniert das schon. So, dann, das also sind die Unterstützungseinheiten, dann gibt es noch die Support-Einheiten, Support-Squads.
Jede Einheit, HQ als auch Bodeneinheit, hat hier einen Support Need, der hier quasi auch bei dem ganzen anderen Nachschub steht, den man brauchen könnte. Das ist einfach der Hinweis, wie viel Support Squads, Entschuldigung, ich komme auch durcheinander, die Einheit braucht. Wir haben ja auch jeweils auf HQ-Level eine Zusammenfassung. In der 18. Armee ist ein totaler Support jetzt von über 6600. Ein organischer Support von 6300 und ein Verbrauch von 5000 und ein bisschen. Also Verbrauch ist klar. Organischer Support heißt, wir haben 6326 Support-Einheiten innerhalb der 18. Armee. Und mit noch Support-Einheiten, die dazukommen, haben wir 6678. Also man kann das vielleicht hier ausgehend von der Infanterie mal zeigen. Wir hatten nämlich einen Support Need von 469 und im Moment selber ein von 539. Das ist hier bei den Elementen der Support 539. Es kann sein, dass diese Einheiten natürlich noch schwerer beschädigt werden oder durch Müdigkeit oder andere Spieleffekte ausfallen. Dass also womöglich eine Einheit nicht von sich aus den Support hat, den sie braucht. Wenn das der Fall ist, dann fragt ihr nämlich bei Hauptquartieren in ihrer Kommandokette nach, hey, habt ihr nicht Support-Einheiten, Support-Squads für mich über? In diesem Fall würde die 123. Infanterie also erstmal beim 28. Korps fragen, ob sie nicht vielleicht Support-Squads schicken kann. Und das 28. Korps würde überprüfen, ob es Support-Squads über hat, was im Moment der Fall ist. Sofern es natürlich auch nur an seiner Kommandoreichweite ist, bei Korps eben 5 Felder. Hätte er jetzt nicht genügend Support Squads, dann würde er die nächste Ebene fragen, die 16. Armee. Und hätte die nicht genügend, dann geht die Anfrage noch auf zur Heeresgruppe und wenn der nicht genügend hat, sogar im Zweifel bis zum UKH drauf. Also das mit diesen Support Squads, da hängt jetzt, finde ich, einfach nicht so viel dran. Das ist einfach eine ganz klare Zahl. Also so eine Infanteriedivision hat hier ihre eigenen Support-Einheiten und wenn die irgendwie ausgehen bei der Einheit, dann fragt sie in der Kommandokette nach, ob da irgendwer Support-Einheiten übrig hat. Und in den einzelnen HQs kann man sich halt den aktuellen Stand gerade angucken. In der Heeresgruppe haben wir zum Beispiel ja, über 25.000 Support und gerade ein Need von 20.000. Spannend wird es da eigentlich erst, wenn das irgendwann mal ausgeht. Kommen wir dann jetzt noch zu einer sehr wichtigen Sache für Hauptquartiere. Man merkt es vielleicht im Spielverlauf kaum, aber es werden die ganze Zeit eigentlich von Hauptquartieren Proben abgelegt für ihre Einheiten. Und ja, das ist mit einer der wichtigsten Sachen, warum es Hauptquartiere eigentlich gibt. Dafür ist wichtig, jedes einzelne Hauptquartier auf jeder Ebene hat einen eigenen Offizier, den man hier auch mit einem Linksklick auswählen kann und der hat hier immer einen ganzen Schwung Werte mit dabei. Die natürlich immer leicht unterschiedlich sind für den Zahlen. Jeder Offizier ist da ein bisschen anders. Und wir schauen uns vielleicht hier erstmal an, was hier was bedeutet. Dazu bin ich gerade mal im Living Manual auf Seite 129. Da ist gerade mal eine kurze Zusammenfassung. Also Political heißt ein bisschen, ja, wie fest der General im Sattel sitzt. Na, gerade auch, wie gut seine politischen Beziehungen sind. Je besser, desto teurer wird es ihn zu ersetzen, aber er hat auch bessere Chancen befördert zu werden und wenn es ganz schlecht läuft und er einen schlechten politischen Rang hat, kann es sogar sein, dass ein Offizier hingerichtet wird. Die Moral hat Einfluss auf die Kampffähigkeiten und inwiefern Einheiten Ermüdung erleiden und geflohene Einheiten sich wieder sammeln. Initiative ist wichtig für die Bewegungspunkte, um im Kampf zu feuern, ist auch eine wichtige Sache. Und auch sonst, dass Einheiten, die auf Reserve sind oder Unterstützungseinheiten von Hauptquartieren, dass die in Kämpfe dazukommen. Und ansonsten auch die Fähigkeit, Verluste in schlecht aussehenden Kämpfen zu reduzieren. Dann administrativ. Ja, ist vor allem unter anderem wichtig für die Logistik, aber für die Reparatur von Sachen, auch für die Bewegungspunkte.
Also während die Oberen mehr oder weniger auch hier mit den Kämpfen zusammenhängen, ist administrativ nochmal sein ganz eigenes. Und dann gibt es noch die Kampfwerte, mechanisiert, Infanterie und Luft, was eben halt sehr, sehr wichtig ist zum Kämpfen. Infanterie steht für alle Infanterieeinheiten, er steht für alle Lufteinheiten und Mech für mechanisiert steht eben für alle Einheiten wie motorisierte Infanterie, Panzer, quasi alles, was fährt. Kommen wir jetzt zur Mathematik hinter den Proben. Da gibt es zum Glück hier im Handbuch Beispiele. Also prinzipiell wird nämlich die Fähigkeit eines Offiziers durch 10 geteilt und das Ergebnis davon ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. In diesem einen Fall zum Beispiel hat ein deutscher Offizier ein administratives Rating von 6. Das durch 10 sind dann in diesem Fall 60% Chance, dass die Probe geschafft wird. 6 ist eigentlich schon ein ganz guter Wert. So, wie man dann auch hier in den Notizen sieht, die Probe könnte also zu 60% geschafft werden und es ist eine 40% Chance, dass die Probe weitergegeben wird. Da ist insofern auch die Kommandokette wichtig, denn wenn ein HQ eine Probe nicht schafft, kann es innerhalb der Kommandokette die Probe zu seinem nächsten HQ weitergeben, sofern das nächste HQ auch in Kommandoreichweite ist. Der Haken an der Sache ist, dass für das nächste HQ die Probe doppelt so schwer wird. In diesem Fall, also wenn man hier mal dieser Rechnung weitergeht und alle Offiziere ein Rating von 6 haben, gehen also 60% der Proben werden beim Chor geschafft und 40% würden an die Armee weitergegeben werden. So, 40% der Proben sind bei der Armee. Jeder hat ein 6/20 Chance geschafft zu werden, was ungefähr einer Erfolgsquote von immer nochmal 12% entspricht und 28% werden an die Heeresgruppe weitergegeben. Warum ist die Chance 6/20 es zu schaffen? Weil hier die Grundschwierigkeit gemeinhin die Fähigkeit des Anführers durch 10 ist und wenn man es eben an das nächste HQ-Level weitergibt, verdoppelt sich die Schwierigkeit, deswegen 6 durch 20. Das ist dann eben ausgerechnet. Bei der Heeresgruppe haben wir dann natürlich 6 durch 40, wird ja immer doppelt so schwer, wodurch hier auch nur noch effektiv 4,2% der Proben geschafft werden und dann ganz hinten beim UKH haben wir schon 6 durch 80, wobei dem OKH dann auch nur noch 1,8% der Proben geschafft werden. Aber insgesamt sieht man schon an der Kommandokette, das Core ist in diesem Fall wirklich schon mit die wichtigste Stufe, beziehungsweise die erste Stufe bei so einer Probe ist mit die wichtigste. Aber es ist schon wichtig, eine funktionierende Kommandokette drin zu haben, denn von 60% geht das dann hier immerhin schon durchschnittlich auf 78% hoch in dieser Beispielrechnung. Natürlich ist die Mathematik noch ein bisschen tiefschichtiger, dass die Anführerfähigkeit durch 10 geteilt wird, ist natürlich nur der Anfang. In diese 10 könnten noch eingerechnet werden der Reichweitenmalus von der Kommandoreichweite, wenn die Kommandokapazität überschritten ist oder unter Umständen, wenn die Einheit nicht an ein Korps angeschlossen war bei den Deutschen bzw. nicht an eine Armee bei den Sowjets, also nicht an die unterste Kommandostruktur. Und dann kann es halt sein, das wird im Zweifel alles da drauf gerechnet, wenn sich da was ansammelt, dass hier zum Beispiel nicht durch 10 geteilt wird, sondern direkt durch 18, was natürlich alle Proben nochmal direkt verschlechtert. Dazu hier nochmal die Kommandoreichweite, Kommandokette und das ist jetzt auch nochmal der Abzug. Zum Beispiel eine Heeresgruppe Front, die kann 15 Felder weit komplett ohne Abzüge kommandieren, aber ihre Maximalreichweite sind 45 Felder. Das heißt, von Feld 16 bis 45, wenn sie da in Kommandoreichweite ist, gibt es Abzug, nämlich die Reichweite über der Reichweite ohne Abzug geteilt durch 3. Das heißt zum Beispiel, wenn man auf volle 45 Felder was macht, dann hat man 30 Felder über der Reichweite ohne Abzug und das würde dann 30 durch 3, 10 ergeben. Das heißt, die Probe würde gleich mal um 10 schwieriger werden, also wenn man von der Grundschwierigkeit ausgeht von 10, hätte man direkt schon eine Schwierigkeit von 20, deutlich unwahrscheinlicher ist zu schaffen. Bei Überschreitung der Kommandokapazität, wie
Zum Beispiel hier bei der Heeresgruppe Mitte wird dann jeder einzelne Punkt, der überschritten ist, direkt der Schwierigkeit zugeordnet. Das heißt, oben diese Heeresgruppe Mitte der Zeit ablegen würde, wären um 2 erschwert. Also würden zum Beispiel die Schwierigkeit von 10 auf 12 steigen, plus natürlich alle anderen etwaigen anfallenden Mali. Und deswegen sollte man halt auch darauf achten, dass keine HQ-Einheit, die überlastet ist, und vor allem nicht drastisch überlastet ist, weil dann werden Proben wirklich ganz schnell vernichtend. Und zu guter Letzt kann es dann noch einen Malus geben, wenn man eine Einheit eben nicht direkt an der untersten Kette der Kommandokette angebracht hat. Wir sehen hier diese Tabelle zum Beispiel bei den Deutschen. Der Startwert für eine Probe, wenn man an einem Korps ist, ist 10. Wenn man eine Einheit aber an eine Armee, Heeresgruppe oder das OK angehängt hat, ist der Startwert immer direkt 12. Das heißt, es wird schwieriger, eine Probe zu schaffen. Die 12 werden ja auch verdoppelt, was dann mehr ist als die 10 verdoppelt, oh Wunder. Und man hat halt hier auch dann direkt weniger Ebenen, um die Proben zu schaffen. Hier sehen wir zum Beispiel dieser blaue Text. Eine deutsche Einheit, die direkt dem OKH unterstellt ist, hat einen Leader-Check für 10 plus 2, also 10 als Grundwert, 2, weil er nicht am Chor ist, und halt wirklich nur diese eine Chance, die Probe zu schaffen. Während jemanden, der einem Chor unterstellt ist, fängt bei einer 10 Schwierigkeit an und hat dann 4 Chancen, diese Probe zu schaffen. Bei den Sowjets ist das ähnlich. Am Anfang haben die noch auch eine Chorstruktur. Im Spielverlauf wird das dann zu einer Armeestruktur und da sind die Zahlen auch ähnlich. Was an einer Armee angeschlossen ist, direkt hat erstmal eine 10er Schwierigkeit, 20, 40, und was nicht an die Armee angeschlossen ist, fängt halt bei 12 an. Und man merkt ja dann auch, die Sowjets haben eben eine Ebene weniger in der Kommandostruktur, was es einfach noch ein bisschen schwerer macht, die Proben zu schaffen. Ja, und das ist eben bei Anführerproben das Wichtige. All diese Mali können eben alle gleichzeitig zusammenkommen und dann Proben drastisch erschweren. Und eben, wenn die Probe nicht geschafft wird, geht es ans nächste HQ, aber mit doppelter Schwierigkeit in der Kommandokette. Hatten wir ja gerade die Zahlen 10, 20, 40, 80, beziehungsweise wenn Mali reinkommen und die dann verdoppelt werden, das wird irgendwann katastrophal. Also ihr solltet wirklich darauf achten, dass diese ganzen Sachen bei Hauptquartieren, dass die wirklich stimmen, damit die Proben für eure Einheiten schaffbar sind. Und es werden für eure Einheiten quasi die ganze Zeit irgendwelche Proben abgelegt. Also gerade in Kämpfen zum Beispiel oder in der Logistikphase wird auch alles Mögliche gewürfelt, von dem man vielleicht nicht so direkt was mitbekommt. Aber es ist unwahrscheinlich wichtig, dass eure Hauptquartiere möglichst optimal platziert sind, nicht überladen sind und alles, dass eure Leute wirklich möglichst viele dieser Proben schaffen können, denn darauf kommt es sehr, sehr stark an. So, dann könnten wir danach mal schauen. Wir haben jetzt gesehen, die Offiziere, die haben so hier ihre Werte, was die ungefähr können, wie die Mathematik dahinter läuft. Dann gibt es noch eine wichtige Sache, nämlich hier eine Anzeige mit Siegen und Niederlagen, die jeder einzelne Offizier hat, sogar auch jede einzelne Einheit. Das Entscheidende daran ist nämlich, wenn es gut läuft und man einen sehr hohen Siegwert hat, kann es sein, dass ein Offizier noch stärker wird in seinen Werten, was man sozusagen noch nachträglich verbessern kann. In den meisten Fällen ist bis auf Stufe 6. Das heißt, dieser Generaloberst hier könnte gar nicht mehr so viel dazu kriegen im Zweifel. Ausnahme, die Moral kann bis auf 8 hochgehen nachträglich noch. Aber so zum Beispiel Werte wie bei dem UKH hier, Admin von 9, das kann man im Spielverlauf nicht wieder hinkriegen. Das hat man halt am Anfang und da muss man ein bisschen gucken, welche HQs man hat, die wirklich schon sehr, sehr gute Werte haben und wo man die dann effektiv einsetzt. So, die nächste Frage ist dann natürlich auch diese Kosten hier. Man kann theoretisch jeden einzelnen Offizier ersetzen in jeder Position mit anderen. Es gibt so ein paar Restriktionen, dass nicht jeder jedes HQ führen kann. Häufig ist zum Beispiel Ground Only oder Air Only, je nachdem, ob man Boden- oder Lufteinheiten führen kann. Und auch der maximale Kommandorang
In diesem Fall für das High Command. Es gibt einen ganzen Schwung anderer, die beispielsweise hier jetzt nur bis zur Heeresgruppe führen können. Hört ihr auch bis zur Heeresgruppe? Muss man ein bisschen drauf gucken. Und wenn man im Zweifel die Ersatzkosten bezahlt, kann man neue Offiziere einstellen. Erstmal diese Kosten ergeben sich ein bisschen daraus, wie hoch die Position ist. Also je höher der Offizier ist schon, desto teurer ist es, ihn zu ersetzen. Und je höher sein politisches Ranking ist, desto teurer ist es auch. Und gemeinhin ist es auch teurer, verbündete Offiziere bei den Ungarn oder Rumänen zu ersetzen. Wir können auch einfach mal gucken, wenn man hier das klickt. Wir haben ja gerade genügend AP theoretisch dafür. Dann kriegt man hier eine ganze Liste mit seinen möglichen Offizieren angezeigt, die diese Position übernehmen könnten. Falls die schon irgendeiner Einheit zugeordnet sind, also wenn wir jetzt von Mannstein hier der 18. Armee zuweisen, dann würde dem 61. Motorisierten Korps automatisch jemand Neues zugewiesen werden. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie die automatische Zuweisung läuft, aber es ist nicht so, dass dann im Zweifel eine Einheit ganz ohne Anführer bleibt. Und ansonsten auch kann man natürlich den Anführerpool studieren. Wir merken zum Beispiel, dass hier mit Walter Model ein eigentlich sehr, sehr guter Offizier nicht zugeordnet ist. Der hat eine sehr mächtige 9 bei der Infanterie, bei der Moral und sowieso alle Werte mindestens auf 7 eigentlich, die für Landeinheiten wichtig sind. Also da sollte man ein bisschen die Listen studieren, wie man quasi noch so hat und irgendwo einsetzen sollte. Und auch ein bisschen, was so die Kosten sind zum Ersetzen, denn es ist von den AP her manchmal schon sehr, sehr happig, was das kostet. Ah ja, und noch ein Nachtrag, der mir gerade noch einfällt. Jetzt mit dem Victories und Defeats, also der Sieg-Niederlagen-Verhältnis. Es ist nicht nur so, dass ein Offizier besser werden kann, wenn er sehr, sehr viele Niederlagen hat und ein geringes politisches Ranking, kann es auch sein, dass er zwangsdegradiert wird vom Spiel. Ist mir bisher noch nicht untergekommen, aber für die Theorie, es kann passieren. Und in ganz extremen Fällen kann es auch sein, dass er hingerichtet wird. Ist mir bisher auch noch nicht passiert, aber es soll passieren können. Und in dem Fall würde dann automatisch ein anderer Offizier auf diese Position nachrücken. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Proben. Es gibt nämlich Korps und Armeen, die besonders heißen, wo es unter anderem für die Proben wichtig ist. Also bei deutschen motorisierten oder Panzerkorps oder auch Panzerarmeen kriegen alle mechanisierten, motorisierten Einheiten da drin plus 1 auf den administrativen Rang. Das heißt, die Proben werden etwas leichter. Und bei den Sowjets ist das so ähnlich, dass Panzerarmeen oder Schock- und Gardearmeen insgesamt auch bei Proben helfen. Da heißen dann die Hauptquartiere ganz explizit so. Hier können zumindest bei den Deutschen das hier mal kurz angucken. Wir haben zum Beispiel hier ein ganz normales Korps, das hat einfach so eine römische Nummer und heißt Korps. Aber dann gibt es, was ich gerade mal finde, genau hier auch ein motorisiertes Korps. Und das ist eben wichtig, dass motorisierte Einheiten da drin auch besser arbeiten. Oder in einer Panzergruppe arbeiten halt auch Panzer und motorisierte Einheiten besser. Wie gesagt, die Sowjets haben unter anderem auch Schock- und Gardearmeen und auch eigene Panzerarmeen, wo die Einheiten dann noch Vorteile auf ihre Proben bekommen. Dann kommen wir zu Haku und Kampf. Noch so ein paar Sachen. Also, wo soll so ein Haku stehen, wenn es zum Kampf kommt? Also nehmen wir jetzt einfach mal an, diese Einheit würde jetzt direkt kämpfen. Dann sollte natürlich das Haku, dem die Einheit unterstellt ist, innerhalb von 5 Feldern stehen, damit das auch mit den Proben und der Kommandokette alles sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn das Haku, dem die Einheit unterstellt ist, Unterstützungseinheiten dabei hat, dann sollte das Haku erst recht innerhalb von 5 Feldern stehen. Das ist, finde ich, auch so das Praktische, wenn man die meisten Einheiten auf Core-Level dran hat. Die haben eh eine Kommandoreichweite von 5 und sind dann eh immer auch in der richtigen Reichweite, um ihre Unterstützungseinheiten dann im Zweifel auch mit in den Kampf werfen zu können. Ansonsten, was so ein Haku auch machen kann von den Kampfwerten her, wenn man richtig Glück hat bei den Proben und alles super funktioniert,
kann der Kampfwert einer Einheit für den Kampf sogar verdoppelt werden, wenn man richtig gute Anführer dabei hat. Wenn es aber richtig schlecht läuft und die Proben alle miserabel werden, dann kann der Kampfwert einer Einheit sogar halbiert werden dann für den tatsächlichen Kampf. Also das kann schon ein ziemlicher Unterschied sein von verdoppeln und halbieren. Noch eine Sache für Kämpfe mit Hauptquartieren ist, man sollte möglichst darauf achten, dass nur Einheiten, die quasi die gleiche Kommandokette haben, zusammenkämpfen. Also in diesem Fall haben wir hier zwei Infanteriedivisionen, die zum gleichen Korps gehören, das ja auch in Kommandoreichweite und alles ist. Die könnten super zusammenkämpfen, kein Problem. Wenn wir jetzt aber noch ein anderes von den blauen Korps nehmen, das heißt, dass sie zur 18. Armee gehören, wir nehmen die 217. dazu und die würden hier kämpfen, dann würde es schon einen leichten Malus geben, wenn also die 11., 1., 217. gleichzeitig im Kampf sind, weil die 217. zu einem anderen Korpshauptquartier gehört. Und das geht quasi die ganze Kommandokette hoch, wenn wir dann jemanden nehmen aus hier der 16. Armee, den Lilanen. Die sind zwar wie die 18. Armee immer noch in Heeresgruppe Nord, aber dann schon in der unterschiedlichen Armee. Dann also zum Beispiel die 254. Infanteriedivision im gleichen Kampf ist wie die 11. Infanteriedivision, dann gibt es schon einen größeren Malus. Sozusagen, je mehr unterschiedliche Generäle an einem Kampf beteiligt werden, desto schlimmer wird es und auch je mehr die von der Kommandostruktur sich unterscheiden. Das heißt, ganz schlimm wird es, wenn wir dann von hier oben jemanden quasi aus Heeresgruppe Nord, also hier aus der 18. Armee haben und im gleichen Kampf auch jemanden aus Heeresgruppe Süd einsetzen, die komplett unterschiedliche Strukturen haben, dann gibt es nämlich Mali für die Einheiten. Wenn man Einheiten aus unterschiedlichen Kommandostrukturen einsetzt, dann wird der Offizier vom Kampf sozusagen der oberbefehlshabende Offizier, der den meisten Combat Value im Kampf einbringt, also die meiste Kampfkraft. Und die Mali sind dann meist für die anderen Einheiten. Das heißt, wenn zum Beispiel die 11. und die 1. Infanterie finden zum Beispiel und sie haben noch irgendwen aus Heeresgruppe Süd dabei, der auch im Kampf ist, dann würde die Einheit aus Heeresgruppe Süd sehr große Kampfnachteile kriegen, während diese beiden Infanteriedivisionen dann noch recht normal kämpfen könnten. Ansonsten, Haku selbst kämpfen nicht, die Haku-Einheiten. Und wenn die irgendwo alleine stehen und Gegner sich nähern, ziehen die sich gemeinhin zurück. Ansonsten, wenn ein Haku eingekesselt ist, dann hat es so eine spezielle Fähigkeit, dann kann man nämlich die relocaten, die Einheit. Ja, zu einem freundlich kontrollierten Feld. Wobei aber die Einheit und ihre Anhänger Schaden erleiden werden. Also das Besondere ist, man könnte das Relocaten theoretisch ständig machen, aber es bringt normalerweise nicht so viel, weil normalerweise hat ein Haku halt schon sehr, sehr viele Bewegungspunkte. Es ist nur interessant, wenn irgendwie ein Haku eingekesselt ist. Wenn ein eingekesseltes Haku geschlagen wird, wird es gemeinhin irgendwo in einer befreundeten Stadt dann neu aufgesetzt, aber mit schweren Beschädigungen. Und das Relocate kann sozusagen dafür sorgen, wenn man nicht abwarten will, bis der Feind dieses Haku angeht, sondern wenn man das schon vorher wieder haben will und irgendwie einsetzen möchte, dass man das dann schon vorher rausholen kann. Aber der Effekt, ob es jetzt vom Feind dann im Kessel angegriffen wird und nicht mehr fliehen kann und quasi neu aufgesetzt wird oder ob man es relocated ist, dass halt hier die ganzen Anhänger massiv Schaden erleiden werden. Kommen wir nun zu Hauptquartieren und Versorgung und da gibt es zwei große Sachen. Einmal kann man bei jedem einzelnen Haku die Versorgungspriorität einstellen. Einmal in diesem kleinen Fenster oder auch hier in diesem großen Fenster, da hat man das nochmal. Wenn man da drauf drückt mit Linksklick, kann man den Wert von 0 bis 4 eingeben. Also Einheiten mit einer 0 werden hier auch Versorgung kriegen, aber halt erst als allerletztes. Kann man dann ein bisschen managen, was sind die wichtigsten Einheiten, wer soll am meisten Versorgung kriegen. Wir haben zum Beispiel die Panzergruppe. Okay, ich sehe gerade, die haben das alles hier von der Armeegruppe übernommen. Muss man ein bisschen aufpassen. Mal eben auf eine 4. So, nochmal, du hast weiterhin deine 0. Aber die Panzergruppe hat jetzt eine 4.
Die anderen Untergebenen der Heeresgruppe Nord noch eine Null haben sollten, ja. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man das ganz oben in der Kommandokette einstellt, übernehmen das halt auch alle nachfolgenden HQs. Deswegen sollte man das, denke ich, eher von den Kurs her einstellen und so. Jedenfalls die Grundidee davon ist, dass man dem Spiel sagen kann, was sind die wichtigsten Hauptquartiere? Die kriegen jetzt eine möglichst schnell Versorgung, weil es werden zuerst die Vierer abgehandelt, dann die Dreier, Zweier, Einser und so weiter. Die Grundeinstellung im Spiel, wenn man zum Beispiel als Achse spielt 1941, ist, dass die Panzer ganz, ganz oben stehen und die Infanterie dann so langsam hinterherkommt. Die nächste wichtige Sache bei Hauptquartieren und Versorgung sind die Depots. Es lohnt sich nämlich gemeinhin, so alle Depots auf Armee- und Heeresgruppenlevel davon in Depots zu sammeln, denn die können hier einen Bonus machen. Wir können uns das ja mal eben wieder im Living Manual anschauen. Ein Akku in einem Depot kann die maximale Kapazität eines Depots erhöhen und das ist schon wichtig. Und daneben auch einfach die die Zahl der Fach, die in dem Depot gelagert werden kann. Gemeinhin können am allermeisten Typ 2 und Typ 3 HQs die Kapazität erhöhen. Das sind in diesem Fall dann Typ 2 sind Heeresgruppen, die können schon sehr, sehr viel erhöhen. Armeen können ein Stück weit erhöhen, Ureinheiten eher wenig, das kann man eigentlich ignorieren. Das Wichtige daran dann ist dann unter anderem, dass die Anzahl der Trucks, die in einem Depot sind, von der Gesamtkapazität anhängt. Also gehen wir noch mal kurz ins Spiel. Die Kapazität eines Depots, ich habe gerade die Depot-Logistikanzeige an, ist hier der schwarze Balken über dem Depot. Wenn wir darauf gehen, wir haben eine Kapazität von 45.000. Und das durch 100... Nein, nicht durch 100, jetzt komme ich gerade selber durcheinander. Aber auf jeden Fall, je mehr Kapazität, desto mehr Torx kann das Depot haben. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Logistik. Ich möchte jetzt nicht lange ausführen, weil wir in einem Hauptquartier-Tutorial sind. Aber je mehr Trucks in einem Depot, desto besser, weil dann fahren die Depot-Trucks zu den Einheiten. Sonst müssten nämlich die Einheiten ihre Trucks zum Depot schicken. Und wenn die Trucks von den Einheiten fahren, dann kann man schon mal sehr, sehr drastisch Bewegungspunkte verlieren und alles wird ein bisschen komplizierter. Es ist sehr viel angenehmer, wenn das Depot selber mehr Trucks hat. Und die kriegt es, wenn man ihm mehr Kapazität gibt, die es kriegt, wenn man hochrangige Hauptquartiere da reinstellt. Und wir haben gerade die Zahlen gesehen, dass am allermeisten Heeresgruppen und Armeen die Kapazität erhöhen können. Oberkommandos können die Kapazität nicht verändern. Und gemeinhin bleiben die Corps eigentlich nicht in den Depots. Man erhöht ja kaum die Kapazität. Und zu direkt unterstellten Einheiten sollte man ja nur höchstens 5 Felder weg sein. Und meistens ist man ein Stück weiter weg vom Depot, sage ich mal. Deswegen, gut, ich habe es jetzt 2-3 Mal gesagt, aber deswegen ist es meistens so, dass die höheren HQs bei den Depots stehen bleiben und die Core-HQs dann ein bisschen weiter draußen bei den Einheiten stehen. Kommen wir zum letzten Punkt, den Assault-HQs, also den Angriffshauptquartieren. Das ist einfach eine spezielle Einstellung für Hauptquartiere, die sie sozusagen als ja, sehr offensive Hauptquartiere markiert. Kostet administrative Punkte, 20 für den Sowjet, 10 für den Deutschen. Gibt da noch ein paar Regeln. Ja, das Wichtigste ist einmal, man kriegt doppelt so viele Combat Preparation Points. Das ist wahnsinnig wichtig. Alle relevanten Support Checks kriegen einen Bonus. Sowjetische Artillerie kriegt mehr Munition. Das sind so die Vorteile, vor allem halt doppelt so viele Kampfvorbereitungspunkte. Der Nachteil ist, dass man nur bis Fortification Level 1 bauen kann. Aber wenn man eh am Angreifen ist, ist das nicht so wichtig. Ansonsten, diese Vorteile zählen nicht. Wenn eine Einheit oder sein Hauptquartier in diesem Zug erst dem Angriffs-HQ zugeordnet werden, dann zählt es erst ab dem nächsten Zug. Oder wenn das Angriffshauptquartier oder irgendein Hauptquartier in der Kommandokette überladen ist, da muss man dann besonders aufpassen. Oder wenn irgendjemand außerhalb der Kommandoreichweite ist.
Was hier gerade nicht steht, was mich ein bisschen wundert, ist da. Achso, hier steht's, hier. Die Kommandokapazität von allen Hauptquartieren, die in der Kommandokette des Angriffshauptquartiers sind, steigt um 4/3. So, ansonsten, wer wann wie viele Angriffshauptquartiere haben kann, da gibt es hier eine Tabelle. Und das ist auch sehr, sehr schön vom Living Manual. Also wir haben einmal die Grundtabelle aus dem normalen Handbuch, die ist aber falsch. Im Living Manual ist hier dann hier die korrekte Tabelle. Das heißt, man kann als Achse 4, maximal 4 Angriffshauptquartiere haben, 1941, als Sowjet 2. Und hier nimmt die Zahlen ab, da nimmt die Zahlen zu. Wobei, wenn man seine Hauptquartiere immer beibehält und die nie zurückverwandelt, kann man als Deutsche auch 1945 noch 4 haben. Hier steht dann der entsprechende Satz. Und wie ich gerade auch sehe, das Ansteigen der Kommandokapazität variiert auch ein bisschen. Das heißt, in einer Achsenarmee hat man ungefähr ein Drittel mehr Kommandopunkte. Im Angriffshauptquartier in einem Achsekorps hat man ein bisschen mehr mit 117 und bei den Sowjets variiert das ein bisschen. Nochmal zu Angriffshauptquartieren, das ist für Hauptquartiere im Armee-Level. Hier haben wir diese Fähigkeit Set Assault. Unser Problem ist allerdings, wir haben schon 4 Angriffshauptquartiere. Denn bei der großen Kampagne 1941 ist die Grundeinstellung, dass alle 4 Panzerarmeen Angriffshauptquartiere sind. Was auch durchaus sinnig ist, weil die halt am meisten Unterstützung brauchen und alles. Der hat hier halt Assault. Man könnte theoretisch draufdrücken. Und den Assault-Status entfernen, wenn man möchte. Man sieht, die Kommandopunkte sind direkt abgesunken. Auch bei allen unterstellten Einheiten und so. Und die ganzen Vorteile, die man eben gesehen hat, gibt es nicht mehr für die Einheit. Aber jetzt, wenn man denn wollte, könnte man die 18. Armee auf Assault setzen, was 10 Punkte kostet. Aber natürlich sollten eigentlich auf jeden Fall die ganze Armee in Assault akkus bleiben. Das ist schon eine ganz sinnige Zuordnung. So, und das war es dann auch mit dem Tutorial über Hauptquartiere, Kommandoketten, Anführer. Ich sag mal so, ich habe wahrscheinlich nur 60-70% oder so gesagt von dem, was dazu wichtig sein könnte. Es sind einfach so unfassbar viele kleine Sachen, die da alle zusammenkommen. Und man muss dann sich im Tutorial ja schon einteilen, was vielleicht wichtiger ist, was unwichtiger ist. Und dann macht das Handbuch von seinem Aufbau her auch immer richtig viel Spaß. Weil zum Teil Sachen, die eigentlich sehr wichtig zusammenhängen, über hunderte Seiten da verteilt sind an 4, 5 Stellen. Ich glaube, ich hatte das am Anfang irgendwann gesagt. Zum Beispiel das mit der Kommandoreichweite steht an einer Stelle. Aber dass es mit der Kommandoreichweite auch einen Malus darauf geben kann, wenn man wirklich viel Kommandoreichweite einsetzt, da steht 100 Seiten oder so woanders. Ohne dass es bei beiden Stellen irgendwie einen Querverweis aufeinander gäbe oder so oder irgendwas, das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Na gut, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zu irgendwas, schreibt es gerne. Ich werde versuchen, eine Antwort zu finden. Ich weiß, das sind auch eine ganze Menge Fakten. Da muss man erstmal irgendwie hintersteigen. Oder wenn ihr ansonsten andere Fragen habt, Vorschläge für neue Tutorials, gerne in die Kommentare. Ja, und damit dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu weiteren Tutorials. Ist denn noch eine wichtige Sache zur Kommandoreichweite, wie mir gerade eher zufällig aufgefallen ist, wie ich zugeben muss. Wir haben ja schon festgestellt, dass hier unter dem Einheitennamen immer das Hauptquartier ist, dem diese Einheit zugeordnet ist. Aber da steht ja noch eine Zahl in Klammern und die ist ganz interessant. 2 von 5 heißt in diesem Fall, dass dieses Hauptquartier der Einheit, das erste Korps, 2 Felder weg ist und eine Kommandoreichweite von bis zu 5 Feldern hat. Wenn wir beim ersten Korps vorbeischauen, ist er hier natürlich an der 18. Armee. Die 18. Armee ist 7 Felder entfernt, steht da drüben und beachtet auch die orangene Linie. Die wiederum hat eine Kommandoreichweite von bis zu 15 Feldern. Die 18. Armee hängt an der Heeresgruppe, die 10 Felder entfernt ist und eben eine Kommandoreichweite von bis zu 45 Feldern hat. Und die Heeresgruppe hängt am OKH, das 7 Felder weg ist und eine Kommandoreichweite von bis zu 90 Felder hat. Also da kann man dann immer ganz genau ablesen, wie viele Felder ist die Einheit von ihrem zugehörigen Hauptquartier entfernt und bis wie viel Maximalreichweite hätte dieses Hauptquartier.
Muss man sich halt nur noch grob dazu merken, ab wann etwaige Mali auf Proben entfallen würden von der Entfernung her. Aber ich habe es eben wirklich nur zufällig entdeckt. Es ist wirklich praktisch, dass man diese Zahlen, wie weit das Saku weg ist und wie viel das maximal kommandieren kann, hier immer an jeder Einheit direkt ablesen kann. Und ich kann ja zum Beispiel dieses Core auch einfach mal sonst wo hinstellen. Dann sehen wir nämlich, oh, die linke Zahl ist größer, das heißt, das Hauptquartier ist außerhalb der Kommandoreichweite 14 Felder weg, aber kann nur 5 Felder weit kommandieren. Und wir sehen natürlich beim ersten Core den Hinweis hier mit der roten Umrandung, dass die direkt unterstellte Einheit nicht in Kommandoreichweite ist.